herzlich willkommen zurück zu Extra 3 mit Kuttner. Wir haben uns lange nicht gesehen, ne? Alles schön bei Ihnen? Ah, ich sehe an den hübsch gebräunten Gesichtern, dass der Urlaub erholsam war, ja? Ah, Sie waren an der frischen Luft, ne? Auch nichts Großes. Ostsee. Im familiären Rahmen, ganz klein. Ich glaube, der ein oder andere von Ihnen war auch auf den Balearen. Kann das sein, Mallorca? Ja? Ey, ich verstehe, es ist im Grunde ja auch Deutschland. Ne? Und wo man sich isoliert, ist ja zweitrangig. Hauptsache, man macht's, stimmt's? Ich weiß, über das ganze unsinnige Gereise wurde bereits ausgiebig und in meiner Welt vollkommen zu Recht gelästert. Aber vielleicht muss ich auch einfach mal anfangen, so ein bisschen Verständnis zu zeigen. Ich meine, diese Pandemie war ja für uns alle die achte Stunde. Ne? Jeder von uns ist zermürbt. Es sollte also im Grunde schon nachvollziehbar sein, dass man spätestens im Urlaub bitte einfach nur mal eine nice Zeit haben will. Ja, Corona ist in dem Sinne noch nicht vorbei, aber Malle ist eben auch nur einmal im Jahr. Davon abgesehen, was soll man denn jetzt noch machen im Urlaub? Ich meine, wir haben ja während des Lockdowns schon aus dem Vollen geschöpft. Ja? In Balkonien abgehangen, dann auf dem Balkon entweder ungefragt für Fremde musiziert, oder für Fremde geklatscht. Oder für Fremde, die für Fremde klatschen, geklatscht. Unsere Kinder sind fertig gehomeschoolt und somit offiziell dümmer als vorher. Und wir können gar nicht so viel kotzen, wie wir plötzlich backen. Jetzt muss man doch bitte endlich mal wieder raus dürfen. Und wissen Sie was? Ich verstehe das. Ich hatte ja auch Lockdown. Aber es muss doch irgendwas geben, was man von zu Hause machen kann. Sodass man nicht von Mallorca aus, Sangria trunken, höchstpersönlich die zweite Welle lostritt. Das muss ja nicht sein. Also bei mir im Kiez, und ich weiß, das ist nur eine kleine Sache, aber da gießen die zum Beispiel abends die Straßenbäume und trinken dabei ein Weinchen. Mit Abstand. Ich finde es wahnsinnig niedlich. Nur nicht immer in die Fremde fliehen, sondern den eigenen Kiez lebenswerter machen. Vielleicht putzen sie einfach mal ein Straßenschild. Dann tut man gleich noch was Gutes. Na, wobei, so einfach ist das gar nicht. Martina Hauschild weiß Bescheid. Kurt Dabbert hat etwas gesehen und er wollte was tun. Das hat er dann auch gemacht, und zwar sauber. In seinem Hamburger Stadtteil Langenhorn liegen nämlich wichtige Hinweise unter einer fetten Schmutzschicht. Also mir ist aufgefallen, dass keiner diese schönen Schilder putzt. In den letzten mindestens 10 Jahren sind die nicht geputzt worden. Und dann habe ich gedacht, mach's mal was Schönes und putz diese schönen Schilder wieder wie null. So, das sieht doch ganz gut aus. Picobello. Und Verkehrsteilnehmer könnten Gefahren sogar erkennen. Von meiner Seite aus gesehen ist es ein gutes Bürgerengagement, um andere Leute anzuregen, das nachzumachen. Und damit das auch als gutes Bürgerengagement erkannt wird, hat Herr Dabbert von seiner Putzaktion ein paar hübsche Fotos gemacht und an die Zeitung geschickt, nach dem Motto, tue Gutes und sprich darüber. Allerdings hat durch eine Anfrage eines Journalisten auch das Bezirksamt Nord davon mitbekommen. Wir sehen es vom Bezirksamt nicht so gerne, wenn Bürgerinnen und Bürger selber Verkehrsschilder reinigen. Sie können sich in Gefahr begeben dabei, wenn sie von der Leiter fallen oder es kann zu vielleicht Verkehrsunfällen kommen. Ja, so eine Putzaktion ist brandgefährlich. Und die Schilder sind auch so empfindlich unter der Schmutzschicht. Die haben nämlich eine sogenannte retroreflektierende Schicht. Und die können nur mit Spezialreiniger und besonders weichem Schwamm gereinigt werden. Ansonsten wird diese Schicht zerstört. Auf keinen Fall habe ich sie zerkratzt. Im Gegenteil, Sie sehen das Ergebnis. So sauber und so glatt waren sie noch nie. Trotzdem kann hier nicht jeder einfach sauber machen, wie er lustig ist. Hier hat alles seine Ordnung. Sind Schilder viel zu schmutzig, werden sie abgebaut, zum Bauhof gebracht und entsorgt. Und nicht etwa sauber gemacht. Wir tauschen vom Bezirksamt Verkehrsschilder aus. Es ist unwirtschaftlich, selbst dann dort auf die Leiter zu steigen und regelmäßig zu putzen. Gut, es sieht eigentlich ganz einfach aus, aber es ist illegal. Ich fand die Aktion von Herrn Dabbert wirklich super toll. Also ich verstehe nicht, warum die Schilder so wenig gepflegt werden und man dann Ärger kriegt, wenn man es tut. So, Herr Dabbert, Ihr gutes Bürgerengagement bringen Sie jetzt mal schön nach Hause. Ich meine, wo kommen wir denn dahin, wenn das jeder machen würde? Mann, der liebe Herr Dabbert. Bei mir dürfte der jederzeit putzen. Wenn mich hingegen jemand zum Putzen auffordert, würde ich ab jetzt gern immer Herrn Gritz vom Bezirksamt Nord zitieren. Putzen ist unwirtschaftlich.
Reiß das Bad doch raus, wenn es dir zu schmutzig ist. Das sage ich jetzt immer. Aber es gibt auch Schmutz, den kann man nicht so einfach entfernen. Das prominenteste und gleichzeitig unangenehmste Beispiel der letzten Monate ist wahrscheinlich Attila Hildmann. Ganz im Ernst, ich habe keine Ahnung, wie das alles so schnell mit dem passieren konnte. Na, eben holt er noch Zucchini-Spaghetti aus dem Topf und plötzlich steht er mit einer Reichsflagge vorm Bundestag. Und überhaupt, wie okay es inzwischen zu sein scheint, vollkommen absurde Weltanschauungen zu vertreten. Ich meine, schauen Sie sich mal auf den Anti-Corona-Demos um. Das könnte jeder sein. Oder bei Impfgegnern. Ne, die meisten von denen wirken auf den ersten Blick wie ganz normale Menschen. Früher war das anders. Früher konnte man die Verrückten daran erkennen, dass sie mit einem Schild um den Hals an der Ecke stehen und einfach irgendwie Passanten anschreien. Heutzutage geben die Yoga-Stunden und verkaufen einem Hafermilch im Bioladen. Das sind wirklich verwirrende und vor allem unschöne Zeiten. Andererseits sind wir bei Extra 3 ja hoffnungslose Optimisten und deswegen versuchen wir selbst aus diesem ganzen Verschwörungsmist was Positives zu ziehen. Und ja, mit was Positives meine ich Geld und mit ziehen, naja, im Grunde genau das. Linda Luft. Wir wollen heute herausfinden, wie die Menschen auf der Straße auf unsere ausgedachten Produkte reagieren. Unsere Verkaufsmasche Verschwörungstheorien. Heute im Angebot gewöhnliches Leitungswasser, eine herkömmliche Stricknadel und ganz normale Aluminiumfolie. So. Der Universal Astro Ball, ja? Also er ist deswegen universal, weil er vielfältig gegen verschiedene Formen von Strahlung wirkt. Gib ihnen die erstmal in die Hand, so dass sie dann die mal so, dass sie das mal spüren. Ja. Merken Sie was? Ja, ja, das piekt. Ja, diese Dinger, die pieken irgendwie. Ja, ja, ja. Finde ich jedenfalls. 5G-Netz macht ja auch Corona, wie man weiß. Ja, ja, das ist es, genau, ja. Halten Sie das doch mal so. So halten Sie das jetzt mal eine Weile. Wie Astroball, das ist doch Alufolie. Nein, das ist eine Folie, die wir aus den USA beziehen, die von der NASA entwickelt ist. So, und dann spüren Sie, wenn Sie die Augen schließen, was da für eine Energie entsteht. Merken Sie das? Ich bin ja sowieso so ein Energietyp, ja. Im Ernst jetzt. Ja, und was kosten die Sachen? Beides zusammen 20 Euro. Komm, 30 Euro, sagen wir 60 Euro. Sagen wir 400 Euro. Können Sie denn garantieren, dass Sie bei einer Impfung nicht schon lange einen Nanochip implantiert bekommen haben? Das musst du doch der Arzt feststellen können, oder nicht? Der steckt doch mit denen unter einer Decke, das ist das doch. Wo ist der Fremdkörper im Körper? So, also. Das ist mit der Detection-Seite. Ja. Nicht? So, und wo er stehen bleibt sozusagen, da wissen Sie, ah, ja, ja. Da ist es. Ja? Und dann drehen Sie um und dann neutralisieren Sie. Einfach mal so bei Ihnen. Und ich muss sagen, ja, hier auf dieser Seite, da will die Nadel nicht so schnell weg. Was ist Chemtrails? Chemtrails, kennen Sie diese weißen Wolkenstreifen, die am Himmel... Was diese ist? Kondensstreifen, ja, sozusagen. Ja, das ist ein anderes, das ist das offizielle Wort, was natürlich uns auch so ein bisschen eine gewisse Sorglosigkeit vermitteln soll. Ne? Das Problem ist, dass die Leute wirklich einfach meinen, dass alles dummes Zeug ist, aber das ist kein dummes Zeug. Wenn man mit offenen Augen mal wirklich durch die Welt geht und sich mal ein bisschen Informationen holt, dann weiß man, dass da was dran ist. Ich nehme jetzt hier eine Kiste für 5 Euro. Ich bedanke mich. Mach ich. So. Da gebe ich Ihnen alles zusammen. 40 Euro, die Sie mir hier mitgebracht haben. Ist das ein Angebot? Ich bedanke mich. Jo, vielen Dank. Tschüss. Meine Fresse, der Nils ist aber echt brandgefährlich. Ne, weil der immer so zauberhaft ist und gleichzeitig super überzeugend. Ich würde ihm echt jederzeit alles abkaufen. Allerdings darf ich das leider nicht, weil dann bekomme ich Ärger zu Hause. Weil ich nämlich eh schon ein bisschen dazu neige, Quatsch zu horten. Ich habe zum Beispiel eine sehr, sehr große Schultüte in Form einer Eiswaffel. Einfach, weil ich die super finde. Dann haben wir noch ein Teleskop, ein Mikroskop, ein Laborkittel, weil wenn man ein Mikroskop hat, braucht man natürlich einen Laborkittel, weiß ja jeder. Dann habe ich noch einen Kickertisch und eine Propellermütze, die muss man wiederum aufsetzen, wenn man gut kickern will. Dann haben wir noch einen Kaugummiautomaten und ich habe noch eine aufblasbare Krone für die Badewanne. Von den drei Hunden fange ich gar nicht erst an zu reden. Man könnte also im Grunde schon sagen, dass ich fast zu viel von dem coolen Kram, der Spaß macht, habe.
Also im Grunde bin ich wie Potsdam. Weil Potsdam hat nämlich auch zu viel coolen Kram, wie zum Beispiel große Freibäder, und zu wenig von dem langweiligen Kram, wie zum Beispiel historische Gebäude und Wege. Ja, davon gibt es nämlich wirklich zu wenige in Potsdam. Daniel Sprenger war, ich nehme an, in Badehose vor Ort. Herrliches Potsdam, hier weht noch ein letzter Hauch von Preußen. Herrschaftliches Schlendern im Schlosspark Babelsberg wie anno 1850. Aber was muss der wackere Wandersmann hier erblicken? Ein profanes Schwimmbad. Der Pöbel fordert Hände weg vom Strandbad Babelsberg und will den Preußenwahn stoppen. Das sehr stark genutzte Strandbad mit sehr vielen Besuchern wird in der Fläche reduziert um 20%, obwohl Badestellen in Potsdam fehlen, trotz des vielen Wassers. Puh, wer braucht denn schon ein Schwimmbad, nur weil hier Wasser ist? Was man im Park Babelsberg wirklich dringend benötigt, sind historische Wege. Da gibt es zwar schon allerhand, aber noch nicht hier durch das Strandbad. Das ist der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten schon lange ein Dorn im Auge. Am südlichen Ufer im Park Babelsberg wollen wir als Stiftung einen Teil der alten Wegestruktur wiederherstellen und vor allen Dingen auch den Park wieder zum Ufer öffnen, so wie das in dem ursprünglichen Entwurf des Parks auch geplant war. Denn aktuell läuft der Weg nicht preußisch korrekt im ganzen Park so schön am Wasser entlang. Am Strandbad macht er diesen Knick. Man muss doch tatsächlich um diese Kurve laufen. Es ist so, dass man im Moment buchstäblich einer Wand entgegenläuft, eine Kurve macht und dann wieder auf diese ursprüngliche Linie zurückkommt. Welcher Preuße läuft schon gerne Kurven? Schnurstracks geradeaus ist die Devise. Nur wenn man sozusagen auf den Wegen langläuft, dann bekommt man die richtige Folge von Bildern. Die sind so ein bisschen wie ein Drehbuch in einem Film. Also die ermöglichen einem, dass man die richtigen Eindrücke in der richtigen Folge hat und auch das sozusagen perfekte Erlebnis des Parks. Es gibt Eisenbahnbewunderer, es gibt Flugzeugbewunderer. Gibt es auch Wegebewunderer, die durch die Gegend reisen, um sich Wege anzuschauen? Aber sicher gibt es die. Und für die nimmt man doch gern 450.000 Euro in die Hand, reißt das Haus ab und verlegt den Weg neu mitten durch. Der ist dann 20 Meter dichter am Wasser. Nur der Pöbel stellt sich die Dinge viel einfacher vor und will den Weg einfach hier entlang führen. Da sind wir scheinbar nicht ganz alleine mit diesem Kompromissvorschlag. Ein Großteil der Bevölkerung nutzt diesen auch. Diese Parks sind auch Kunstwerke. Und das sind Kunstwerke, in denen es tatsächlich häufig aufs Detail ankommt. Das heißt also, dass man schnell um 15 Meter zu verschieben oder 20 Meter geht in den meisten Fällen nicht. Auf keinen Fall. Ein Preuße verschiebt doch keine Wege. Allenfalls ein Strandbad. Machen wir uns mal nichts vor. Es ist grundsätzlich schon eher ein gutes Zeichen, wenn man Zeit hat, sich über Dinge aufzuregen, die nicht lebensbedrohlich sind. Wenn Sie zum Beispiel gerade vor bewaffneten Sturmtruppen aus Ihrem Heimatdorf fliehen, haben Sie in der Regel keine Zeit, sich über die laute Musik Ihrer Nachbarn aufzuregen. Ich glaube, genau deswegen regen wir Deutschen uns auch so wahnsinnig gerne über allen möglichen Unsinn auf. Einfach, weil wir es können. Sogar während einer Live-Pandemie. Ich vermute ja, dass es deswegen in Deutschland auch so viele Vereine gibt. In den meisten anderen Ländern würden sich einfach Menschen mit dem gleichen Hobby um die Ecke auf ein Bier treffen. Aber nicht bei uns, nein. Hier wird sich erstmal auf ein paar Regeln und Richtlinien geeinigt. Es gibt aktuell in Deutschland über 600.000 verschiedene Vereine. Und das sind nicht nur Sportvereine. Nee, nee, nee. In Hamburg gibt es zum Beispiel den Zentralverband Naturdarm e.V. Der setzt sich für mehr Würstchen in Naturdarm ein. Dann gibt es noch den Westallgäuer Sensenverein e.V. Der spricht sich gegen den Einsatz von Rasenmähern aus, was mein zartes Gartenherz versteinern lässt. Und in München gibt es den Verein gegen betrügerisches Einschenken e.V. Die sind gegen, wer hätte das gedacht, zu teures Bier. Wo wir gerade bei Würstchen und Rasenmähen und Bier sind, es gibt Vereine, in denen kommen gleich alle drei dieser deutschen Kernkompetenzen zusammen. Und zwar in Kleingartenvereinen. Davon gibt es über 15.000 in Deutschland. Allerdings übertreiben die es tatsächlich mal ein bisschen mit den Regeln. Also selbst für deutsche Verhältnisse. Linda Luft und Britta Nareika haben mal beim Korinthenkacken zugesehen. Kleingartenverein Deutsche Scholle in Osnabrück. Die Idylle trügt. Denn Provokateure wie diese hier stören den kostbaren Frieden. Das Corpus Delicti,
Das Trampolin von Kleingärtnerin Sibylle Martin Erb. Ende März bin ich vom Vereinsvorstand telefonisch aufgefordert worden, mein Trampolin rückzubauen. Und sonst würde ich abgemahnt werden. Nach 3 Abmahnungen kann der Garten gekündigt werden. Und tatsächlich, die Unruhestifter entfernen das gefährliche Trampolin. Aber von Einsicht leider keine Spur. Die Kinder sind jetzt 11 und 14, da möchten die auch nicht mehr schaukeln, die möchten Trampolin springen und sich auspowern. Es gibt eben immer Menschen, die den Ernst der Lage nicht erkennen. Für sie schrieb der Vorstand extra, aufgebaute Trampoline und Pools sind abzubauen. Aufgrund einer Beschwerde einer Gartenfreundin ist dieses sofort umzusetzen. Ich sollte dann andere Kleingärten benennen, die auch noch ein Trampolin haben. Und daraufhin wurde dann dieser Aushang hingehängt und da fühle ich mich persönlich angegriffen mit. Denn ich möchte nicht andere anschwärzen. Dabei wäre Denunzieren nötig. Denn noch gibt es trotz Verbot viele, ja viel zu viele Trampoline im Kleingartengebiet. In der deutschen Scholle wird das System unterwandert. Trampoline sind eine nicht zu unterschätzende Gefahr, besonders bei Sturm. Nachbarn haben Angst. Das Ding, das stand bombenfest, also das wäre nicht durch Wind oder etc. weggeflogen. Das Trampolin ist bei dem Sturm im Januar nicht, hat sich nicht einen Zentimeter bewegt. Einige können das ja auch fest verankern, ne, dass die Trampoline auch stehen bleiben können. Nicht nur der Wind könnte eine Gefahr darstellen, auch die lautstarke Nutzung, besonders für empfindliche Kleingartenohren. Naja, aber Rasenmäher sind auch laut. Also von daher finde ich ins Rasenmäher für mich tatsächlich dann eher ein unangenehmeres Geräusch als Kinderlachen. Für so ein Kind ist ein Trampolin natürlich auch was Schönes. Ja? Ach, der hat sich immer gefreut, wenn er da drauf durfte. Also die Kinder heutzutage müssen doch was zu tun haben. Schule ist nicht. Ne? Und dann finde ich sowas unfair, dass das abgebaut werden soll. Solange diese Unruhestifter Verbote hinterfragen und ihre Nachbarn nicht denunzieren, wird man das Problem der Trampoline wohl niemals in den Griff bekommen. Also wenn ich ganz ehrlich bin, so ein richtig großer Fan von diesen riesigen Springgefängnissen bin ich eigentlich auch nicht. Vermutlich aus dem gleichen Grund wie die Gartenfreundin. Die sehen einfach kacke aus. Aber auf der anderen Seite scheinen Kinder diese Dinger wirklich sehr, sehr, sehr zu lieben. Und wenn die da drin sind, sind die zwar immer noch ein bisschen laut, aber sie sind nahezu wunschlos glücklich. Und das für Stunden. Ne? Keine nervigen Fragen nach, keine Ahnung, Mathe oder dem roten Saft, den nur die Mamas trinken dürfen. Und wenn man dann auch noch den Eingang von diesem Sicherheitsnetz am Trampolin einfach mal zumacht, für 1-2 Stunden, ne? Dann kann man ruhigen Gewissens auch mal weggehen. Einfach eine Weile lang so tun, als sei man ganz allein. Selber springen, auf dem Sofa, auf dem Bett, I don't know. Ich kenne wirklich viele dank Trampolin glückliche Eltern und das Land braucht glücklichere Menschen. Also liebe Gartenfreundin, entspann dich ein bisschen. Lass deinen alten Pfleger von morgen heute noch ein bisschen hüpfen. Ich finde wirklich, dass jeder ein Recht auf Spielen hat. Auch Erwachsene oder vielleicht sogar besonders Erwachsene. Und zum Glück gibt es dafür auch super Orte, wie zum Beispiel den wirklich, wirklich tollen Retro-Spiele-Club in Hamburg. Den hat aber leider Corona ein bisschen dazwischen gefunkt. Und naja, das Amt auch. Martina Hauschild. Herr Lösch und Herr Becher haben einen Retro-Spiele-Club in Hamburg. Das ist so ein Zwischending von Museum und Spielhalle für Computernostalgiker. Und genau das Zwischending ist das Problem. Wir versuchen seit Wochen herauszufinden, unter welchen Voraussetzungen wir öffnen können. Denn laufende Kosten laufen weiter, Miete und Co. müssen gezahlt werden. Jeder geschlossene Tag ist ein Riesenproblem für uns natürlich als Inhaber. In der Gesundheitsbehörde gibt es die Hamburg-SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung. Da stehen die Kategorien, wer öffnen darf und wer nicht. Nur leider gibt es keine Kategorie für den Retro-Spiele-Club. Die können uns nicht einsortieren. Wir seien kein Museum, da wir gewerblich agieren. Wir sind natürlich keine Spielhalle, aber da war das Argument, es käme kein Geld aus unseren Geräten raus. Ja, ist schwierig mit dem Retro-Spiele-Club. Da hatte die Gesundheitsbehörde eine tolle Idee. Die Behörde hat gesagt, wir sollen selbst einschätzen, wo wir uns am ehesten zugehörig fühlen und anhand dieses Konzepts dann auch überlegen, wie wir die Hygiene umsetzen.
Na gut, es gibt ein kleines Restrisiko. Game over. Achtung, falls ihr euch falsch einschätzt, müsst ihr auch die Konsequenzen tragen. Wenn nämlich ein Kontrolleur kommt und findet, dass das Hygienekonzept für diesen Laden nicht korrekt umgesetzt wurde, könnte das teuer werden. Bußgelder gehen wohl bei 1.500 Euro los und können sich bis 5.000 Euro summieren. Und das Risiko ist uns zu hoch. Und weil die Herren immer weiter genervt haben, hat die Behörde entschieden, der Retro-Spiele-Club fällt unter die Kategorie Freizeitaktivitäten. Und darf nicht öffnen. Aber dann hat sich die Behörde nochmal umentschieden. Jetzt fällt der Club in die Kategorie Museum. Und darf doch öffnen. Ist doch super. Nun müssen die Herren vom Retro-Spiele-Club nur noch hoffen, dass auch ihre Kunden mitbekommen haben, dass nun doch nicht geschlossen ist. Auch wenn sie das nicht so gerne tun, sie müssen trotzdem zugeben, dass die letzten Monate jetzt nicht nur schlecht waren. Ne, Homeoffice zum Beispiel. In meiner Welt hatte das ein paar echte Vorzüge. Knallhart bis 3 Minuten vor dem Meeting schlafen, keine saubere Kleidung innerhalb des, ich sag mal so, Webcam-Ausschnitts und zwischendurch schön immer in Ruhe knutschen können. So nice. Ne? Generell ist Entschleunigung ein riesiges Thema geworden. Auch für mich persönlich. Ne? Vor Corona habe ich mich jeden Morgen um 11.30 Uhr aus dem Bett gequält. Ne? Nur um meinen ganzen Kram zu erledigen. Das muss man sich mal vorstellen. Ich mache das mein ganzes Leben lang schon so. Ne? Das ist kein Wunder, dass ich immer so mürbe aussehe. Und durch Corona habe ich aber eben gelernt, dass es auch anders geht. Später und eben langsamer. Ne? Viele Dinge im Leben sind tatsächlich viel schöner, wenn man sie mit einer gewissen Ruhe ausübt. Zum Beispiel spazieren gehen. Oder sich betrinken. Ganz andere Hausnummer, wenn man das so ein bisschen zieht. Geschlechtsverkehr, auch so eine Sache. Langsam schaukeln macht auch Spaß. Deswegen ist es auf den ersten Blick gar nicht so richtig nachzuvollziehen, was genau das Problem im Örtchen Hunsbach ist. Denn die sind in Sachen Entschleunigung sehr weit vorne. Patricia Kümpel und Wolfgang Heinz. Das kleine Dörfchen Hunsbach liegt in Rheinland-Pfalz und mitten im World Wide Web. So kann Student Nils Immerheiser auch in Corona-Zeiten super im Hunsbacher Homeoffice studieren. Mit einem Klick ist er online und on fire. Wenn man versucht, Internetseiten zu laden, dann kann man sich manchmal zwischendurch sogar noch einen Kaffee kochen gehen, kommt zurück und ja, geht immer noch nicht. Gut, ab und zu gibt es kleine Ladehemmungen, zum Beispiel bei Wind, Regen, Schnee oder Sonne. Denn per Funk landen die Daten für Internet und Telefon auf diesen Paneelen und werden dann in Hunsbach verteilt. Dank der interessanten Technik des lokalen Anbieters Pfalz Connect sehr langsam. Auf so viel Heimatverbundenheit ist auch der Bürgermeister stolz. Man fühlt sich ja gravierend im Stich gelassen. Es kommt hier nichts an. Doch Rettung naht. Das ultraschnelle Glasfaserkabel eines neuen Anbieters ist schon fast da. Jedenfalls im Nachbarort Limbach. Wir können an eine Glasfaser, die so dick ist wie ein Zehntel eines menschlichen Haares, eine ganze Stadt dranhängen. Ohne weiteres. Ohne weiteres. Und ohne Hunsbach. Denn leider ist der Ort vom Landratsamt gar nicht für den Anschluss ans Glasfasernetz vorgesehen. Nur die Dörfer drumherum. Hunsbach kann nicht gefördert werden. Denn das Internet ist ja schnell genug. Jedenfalls theoretisch. Es waren klare Vorgaben bei dem Förderprogramm, dass ein Haus nur dann angeschlossen werden darf, wenn es unter 30 Mbit liegt oder wenn es keinen Anbieter gibt, der gesagt hat, binnen der nächsten 3 Jahre werde ich diese 30 Mbit Minimum erreichen. Aber den Anbieter gab es. Pfalz Connect. Nur praktisch ist das schnellere Internet bis heute nicht angekommen. Es ist Provinzposse allerersten Ranges, was hier in Hunsbach sich derzeit abspielt. Das ist ein Schildbürgerstreich. Aber so hat Nils Immerheiser jetzt immer einen Grund, seine Freundin im Nachbarort zu besuchen. Denn hier funktioniert das Internet nicht nur Hunsbach miserabel. So, zum Schluss gibt's wie immer noch einen extra 3 Klassiker und diesmal geht's um Doppelgänger. Wissenschaftler haben nämlich herausgefunden, dass jeder Mensch nicht nur einen Doppelgänger hat, sondern durchschnittlich 7 Doppelgänger auf der Welt. Ist das nicht toll?
7 Sarahs laufen da draußen rum. Leider ist natürlich die Chance, jetzt einen von seinen Doppelgängern zu treffen, relativ gering bei 7,5 Milliarden Menschen auf der Erde. Zumal meine 7 Doppelsarahs ja vermutlich nicht notgedrungen alle in Berlin rumhängen. Manche von denen befinden sich sicher an Orten, wo ich im Leben nie hinkäme. Ne? Fitnesscenter zum Beispiel oder auf einer Anti-Corona-Demo. Wobei man auch mit so Doppelgängerbekundungen, finde ich, ein bisschen aufpassen muss. Es ist ja ganz selten so, dass jemand zu einem kommt und sagt, Sarah, du siehst aber aus wie dieses eine brasilianische Supermodel. Ne? Die Leute, die einem dann immer als Doppelgänger verkauft werden, sehen ja ganz selten so aus, wie man sich selbst sieht. Oft ist man dann sogar so ein bisschen traurig, ne? Wenn man mit Peter Maffay oder Eva Herrmann verglichen wird. Und andersrum ist es aber auch irgendwie seltsam. Meine Mutter zum Beispiel sagt jedem, der es hören will, und allen anderen übrigens auch, dass sie aussähe wie Liza Minnelli. Das stimmt tatsächlich ein bisschen, aber wenn ich mir jetzt Liza Minnelli angucke, dann denke ich nicht reflexhaft, ach Kike, die Mama ist wieder ein bisschen doll geschminkt. Mir persönlich wurde bisher nur ein prominenter Doppelgänger unterstellt, dafür aber tatsächlich schon mehrfach. Angeblich sehe ich nämlich in bestimmtem Licht aus wie Liz Hurley. Ja, man sieht es an den Beinen. Ich finde, es ist ganz klar an den Beinen zu sehen. Super lange Liz Hurley-Beine, aber ich will mich tatsächlich nicht beschweren. Ne? Die Frau in unserem nächsten Film hat auch eine prominente Doppelgängerin. Ich wette allerdings, sie würde lieber aussehen wollen wie Peter Maffay. Aber manchmal kann man es sich einfach nicht aussuchen. Mareike Ilsemann berichtet. Frau K. aus Norddeutschland. Keine Frau wie jede andere. Sie hat ein entsetzliches Schicksal. Ich sehe aus wie Angela Merkel. Vor einem halben Jahr bemerkte ein Freund die schreckliche Wahrheit, ihre Ähnlichkeit mit der CDU-Chefin. Seitdem ist für sie nichts mehr, wie es einmal war. Für mich war es zunächst ein Schock und ich glaube, so habe ich auch ausgesehen. So nach dem Motto, oh Gott, alle, aber nicht Frau Merkel. Keiner möchte ja mit so etwas verglichen werden. Aber sie wurde verglichen. Das tat weh. Plötzlich war sie sich selbst ganz fremd. Ihre Welt geriet ins Wanken. Die Hausfrau wusste nicht mehr, wer sie war. Man möchte so nicht gesehen werden, sondern man hofft eben, positiv rüberzukommen. Und das ist irgendwo für mich schwierig, zumal ich immer ja auch so dazu neige, das auf mich persönlich zu beziehen, wenn so etwas passiert. Frau K. ging in sich und war entschlossen, einen Weg zu finden, mit der ausweglosen Situation umzugehen. Ich glaube, damit muss ich leben. Letztendlich sehe ich ja aus, wie ich aussehe. Und selbst wenn es Frau Merkel ist, ändern kann ich ja leider nichts dran. Frau K. macht aus der Not eine Tugend. Sie wurde aktiv. Mithilfe einer Agentur versucht sie nun als Double Geld zu machen. Das bedeutet erstmal harte Arbeit. Alle Facetten der echten Frau Merkel genau zu studieren. Im heimischen Wohnzimmer übt sie jede einzelne Pose haargenau. Und langsam nähert sie sich an. Das energische Kopfnicken ist noch eine der einfacheren Übungen. Aber hier, bei der angetäuschten Nachdenklichkeit, ist Frau Merkel ihr immer noch eine Geste voraus. Trotzdem, Frau K. hat ihr Gleichgewicht wiedergefunden. Ja, wenn ich als Angela Merkel auftrete öffentlich, dann fühle ich mich in dem Moment auch wie Angela Merkel. Frau K., eine Frau, die ihr Schicksal tapfer angenommen hat. Das macht Mut. Ich finde es gar nicht so schlimm auszusehen wie Angela Merkel. Vor allem dieser Tage. Und wie niedlich die aussah da beim Musikmachen und so. So, schlechte Nachrichten, das war's schon wieder für diese Woche. Falls es Ihnen gut gefallen hat, erinnere ich Sie daran, dass der NDR für dieses Jahr noch Geld hat für Irrsinn des Alltages. Erst nächstes Jahr nicht mehr. Das bedeutet aber, dass wir uns bis Ende des Jahres noch ein paar ordentliche Male sehen werden. Nächste Woche zum Beispiel. Bis dahin würden Sie ja vielleicht ein paar meiner Anregungen für den nächsten Lockdown umsetzen, richtig? Also zum Beispiel ein Verkehrsschild reinigen oder die Kinder im Trampolin einsperren oder Geschlechtsverkehr. Nur halt sehr, sehr langsam. Christian Ehring sehen Sie morgen mit Extra 3 ohne Kuttner, und zwar am 1. Hier kommt jetzt Zapp, da geht es um den öffentlichen Prozess im Mordfall Lübcke. Und im Sinne der Entschleunigung entferne ich mich jetzt sehr langsam aus diesem Studio. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin Abstand halten und Korn trinken. Tschüss.